Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind unterwegs zur Bushaltestelle. Wie ist denn? Ja, weil wir es können. Nein, wir sind auf dem Weg zum Caravan-Salon nach Düsseldorf und möchten euch in diesem Video einfach mal die Hallen präsentieren und die Highlights, die wir dort gesehen haben. Das wird dann für uns ja überraschend sein, weil es sind viele Hallen, 17 Hallen insgesamt wieder. Ja, eine einiges, Menge. Einiges an Außenbereich hat der Caravan-Salon zu bieten. Und das alles gibt es wann? Nach dem Intro. So, wie ihr seht, sind wir jetzt in den Hallen. Das heißt, der Bus hat uns tatsächlich mitgenommen. Wir mussten ein bisschen kameratechnisch und so. Normalerweise machen wir hier mit. Aber tja, hier sind LEDs verbaut. Das geht mal überhaupt gar nicht. Wir können euch nicht wirklich ein schönes, flackerfreies Bild zeigen. Also versuchen wir es mit dem Handy. Genau. Genau. Gott sei Dank haben wir immer Plan B. Also in Halle 1. Was könnt ihr in Halle 1 sehen? Zum einen sehen wir jetzt, seht ihr jetzt einen Screenshot. Dann seht ihr alles, was da ist. Hier ist natürlich Knaus ganz stark vertreten, unter anderem mit einer Weltpremiere. Das können wir euch sagen. Eurocaravaning ist dabei und Knaus tappert allgemein. Also hier das habt ihr lohnt sich, sehr ne? viel dabei. Es gibt auch ein Mobil, was auf E-Power ist, also ein Elektromobil. Da werdet ihr nicht viele Kilometer kommen, aber ihr kommt weiter. Und das seht ihr alles gleich in Halle 1. Hören wir doch auf diese Seite schon immer. So, Halle 3 sind wir angekommen. Hier geht es rund um Travel und Nature und Equipment und Outdoor. Das heißt, wer Equipment braucht, wer rund um Outdoor, weil wir laufen gerade an Zelte vorbei und an Möbel, dann seid ihr hier in Halle 3 genau richtig. Ihr habt hier massenhaft Anbieter, die euch das Beste vom Besten vom Besten vom Besten verkaufen wollen. Aber als erstes wollen sie euch natürlich auch beraten. Dann seid ihr wieder hier richtig. Ich sag mal ein paar Namen, die ihr da. Also Camping Wartner ist bekannt, Berger ist bekannt, Raimo ist bekannt, Fiamma ist bekannt, Dometic Outdoor ist dabei. Also alles, was ihr braucht, findet ihr in Halle 3. Und jetzt machen wir einen orangenen Schwenk und sind auf einmal in Halle 4. Und was ist in Halle 4? Weißt du selber noch? Ja, da ist nämlich Weinsberg ganz dolle vertreten. Und hier natürlich auch die Peppers, die wir ja schon gedreht haben. Ja, die findet ihr hier auf jeden Fall in Halle 4. Genau, also Knaus tappert, denn dazu gehört natürlich Weinsberg. Das habt ihr hier auf jeden Fall. Ein Teil ist auch von Truma dabei. Das können wir euch aber nicht genau erzählen. Auf jeden Fall, hier seht ihr die Peppers. Hier seht ihr wunderbare Sun, nicht Sunlight, sondern Sunnies, ein CT600 im QH und so weiter und so fort. Also richtig viel, richtig tolle Produkte. Wenn ihr Weinsberg interessiert seid, dann kommt auf jeden Fall in Halle 4. Und wenn, was kommt nach Halle 4? Dann kommt die Halle 5. Da gehen wir jetzt hin. Wer das richtige Portemonnaie hat, also sprich Geld, der ist in Halle 5 genau richtig. Denn hier ist die Crème de la Crème de la Crème de la Crème anwesend. Von Morelo bis Concorde, Bimobil, dann haben wir noch Phoenix und so weiter und so fort. Der ist hier in Halle 5 aufgehoben. Hier seht ihr wirklich die Flaggschiffe. Die Flaggschiffe. Wir laufen hier natürlich nur einfach dran vorbei, weil das ist definitiv nicht unsere Welt. Aber es gibt so ein großes Käuferschiff. Man merkt es immer mehr kaufen diese riesen Dinger. Ich sehe gerade Dembel, da sind Hammerteile. Da werden wir euch gleich mal einen Schwenk zeigen, damit ihr einfach mal seht, was für Fahrzeuge hier so rumstehen. Was kommt nach Halle 5? Ihr habt in Mathematik aufgepasst. Ich auch? Ja, ist die 7, oder? H7.
Alle sechs. Ach ja. So. Und du? Sechs Sätzen, ne? Sechs Sätzen. Was habt ihr in Halle 6? In Halle 6 ich wollte mal gucken, ob es auch natürlich Bürsten habt ihr mit diesem ganz besonderen Fahrzeug, mit dem Hubbett. Das werden wir euch nicht zeigen. Gibt es genug Videos schon online. Dann habt ihr Hümer. Sind ja wieder zurück, ne? Nachdem sie ein bisschen Pause gemacht haben, 2 Jahre. Dieser sind sie wieder mit am Start. LMC ist direkt auf unserer Sichtachse. Und neben uns, ich gehe ein bisschen zu dicht von dir weg, haben wir Leica, Niesmann und Bischof habt ihr ebenfalls hier. Nissan auf Detlefs Basis ebenfalls mit am Start. Das heißt, hier bekommt ihr diese ganzen Fahrzeuge. Und jetzt hast du es ja schon verraten, indem du ganz schlecht in Mathe warst. Ja, wir gehen jetzt in Halle 6. Genau, und zwar in Halle 7a. Ah, okay. In Halle 7a findet ihr den Freund der Familie, er heißt Detlef. Genau. Und weil es nicht nur einer ist, heißt die ganze Firma natürlich mehr, es sind natürlich Detlefs. Und dementsprechend, das habt ihr alles in Halle 7a, also von Wohnwagen, Wohnmobil, Caravan, also Van in dem Sinne. Alles findet ihr hier und ihr bekommt hier eine riesen Auswahl. Also wenn ihr Detlef, wenn Detlef zu eurer Familie gehört, sagen wir mal so rum, dann seid ihr hier genau richtig und jetzt machen wir das A weg und gehen in Halle 7. Halle 7 hat gleich zwei Welten. Zum einen hat es die Starterwelt, das heißt dort werdet ihr viele, viele Referate, Vorträge. So nennt sich das. Das werdet ihr dort sehen. Da blenden wir euch mal jetzt ein Bild ein, wie das theoretisch aussieht, wenn keiner da ist. Und es wird aber wirklich in der Woche viele, viele Vorträge halten und das lohnt sich auf jeden Fall. Auf der linken Seite, von mir aus gesehen, ist die Blogger Lounge. Da könnt ihr wirklich immer wieder hingehen, auch gucken, ob da die Blogger sind. An sich ist das eine Lounge für uns Blogger. Aber ihr dürft uns gerne ansprechen, weil das ist nämlich da der Absicht oder die Absicht dahinter. Genau, aber wir sollen uns da ausruhen können und das ist wirklich notwendig, nach einer gewissen Zeit einfach mal zur Ruhe zu kommen. Aber ihr könnt trotzdem ansprechen. Sonst habt ihr hier wirklich auch mal die ersten Fahrzeuge, was ein Wohnmobil ist, so typischer Campingurlaub. Dieser typische Starterbett habt ihr hier in Halle 7 auch und da werdet ihr gut informiert. Das heißt eigentlich von der Logik, wenn ihr Nord reinkommt, einerseits seht ihr uns, die Bloggers, und auf der anderen Seite habt ihr die Starterwelt, so dass ihr völlig vollkommen gut informiert werdet, was die wichtigsten Sachen sind. Nicht, dass ihr auf einmal euch ein Wohnmobil kauft und irgendwann merkt ihr, ja, schlechte Entscheidung. Informiert euch vorher, dafür ist die Starterwelt genau das Richtige. Wieder ein Ab aufs eine Kuriosität. Wir haben zwar eine 7a, kein 7b, und wir gehen jetzt in welche Halle? In die 9, weil genau. Die 8 fehlt nämlich. Genau, 8a, 8b ist nicht vorhanden, so dass wir direkt in Halle 9 gehen und dort gibt es gleich 2, stimmt gar nicht, 3 Hersteller, die werden wir euch jetzt sagen. Zeigen. Oder sagen. Was willst du als erstes machen? Erst zeigen, dann sagen. Dann machen wir es so. So, die Halle 9 wird gesagt, immer wieder einzigartig, die neueste Generation von Vent Caravans. Das heißt, ihr merkt schon mal, Vent ist hier. Dann ist auf der rechten Seite, ihr seht das Gelbe schon, da ist der ADAC. Das heißt, wenn ihr Hilfe braucht, seid ihr hier genau richtig. Sonst haben wir Hobby. Also die große Welt der Hobby, von Wohnmobil bis Wohnwagen, die netten Leute aus Fogback, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, korrekt. Ihr hier. Und dann natürlich etwas, was auch ein bisschen teurer ist, Kabel. Kabel findet ihr ebenfalls hier in Halle 9. Viele, viele Fahrzeuge sind da, also ihr werdet bestimmt das Richtige für euch finden. Und wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's in die nächste Halle, in Halle 10. Von Halle 9 geht es in Halle 10 und wenn ihr einen richtig guten Gang habt, dann geht ihr bis Halle 12 einfach durch. Aber das solltet ihr natürlich nicht tun. Ihr solltet natürlich auch anhalten hier in Halle 10, denn was erwartet euch hier? Hier habt ihr natürlich Adria Automobil,
Also alle ADACs, die es gibt, eurer Mobil, ist am Werk. Roller-Team haben wir hier mit am Start. Forster, die schönen grünen, obwohl ich kein grünes Fahrzeug bis jetzt gesehen habe, aber ich werde auch Ausschau halten, ob ich noch ein grünes Auto sehe, weil grün, ich finde das immer so Hammer. Ja. Dann haben wir Ranger dabei, Challenger, Benima, also das alles seht ihr in Halle 10. Und ich habe es ja gesagt, wir gehen jetzt einmal quer durch und schon sind wir, falls ihr es vergessen haben sollt, in welcher Halle? Tja, in den nächsten, und zwar in Halle 11. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr das jetzt nicht weiß, dann gibt es welche. Wir verlassen jetzt Halle 10, wie wir euch das ja gesagt haben, und 10 plus eine weitere Halle ergibt 11 Hallen. Und in der 11. Halle haben wir, das ist echt eine ganze Menge, einmal haben wir hier Ahorn Camping, wir haben Medicorp, wir haben Polar, made in Norland. Rimo ist hier, dann haben wir Chaussonhasse. Genau, das kommt auf der anderen Seite, das ist ein bisschen weiter. Stimmt gar nicht, auf der rechten Seite. Chausson ist hier gleich rechts, genau. Deswegen habe ich es ja gerade gesehen. Irgendwo muss es doch sein, ja. Wenn man links guckt oder halt im Büchlein, ne, dann fällt das auch. Auf jeden Fall, dann ist auch Miller hier mit an Bord. Also das seht ihr alles in Halle 11. Und ja, wie wir euch das ja schon gesagt haben, jetzt gibt es ein kleines Schwenkchen. Und dann sind wir schon in Halle 12. Wie durch Zauberei. Palim, palim, schon sind wir in Halle 12. Genau, und hinter uns ist Affinity natürlich. Genau, dann haben wir, jetzt muss ich ein bisschen gucken, damit ich weiß, wo Affinity war. Ich habe wieder keinen Plan hier, ich und Wissen. Affinity ist, ja, gute Frage. Gut, auf jeden Fall ist hier auch, Moveo ist hier. Dann natürlich die große Sache, Pössl mit Clever Vans. Die sind nämlich gerade bei uns auf der rechten Seite, wie ich das erkenne. Die habt ihr hier, dann haben wir Road Surfer natürlich, nochmal Ahorn findet ihr ebenfalls hier. Rocket Camper ist auch mit am Start. Das alles in Halle 12. Und wie gesagt, ganz, ganz groß halt hier die Pössl-Gruppe. Also wenn ihr ein Pössl haben wollt, dann seid ihr hier in Halle 12. Genau richtig. Halle 13. Die 13 ist hier keine Unglückszahl, sondern kann eure technische Glückszahl sein, denn hier geht es rund um Technologie und Komponenten. Das heißt, ob Alden, also die Aldenheizung oder Fiama, was entsprechend die Auffahrkeit hat, dann haben wir aber Imca, Sanyo, Bruno, Oyster, Webasto, Pioneer ist hier mit am Start und noch und noch und noch. Viele, und viele mehr. Auf jeden Fall gibt es hier alle technischen Sachen, auch wie Akku und so weiter oder Solar. Ja. Genau, also wenn ihr euch solartechnisch weiterbilden wollt oder weiterentwickeln wollt, dann könnt ihr hier hingehen oder in Halle 14, da gibt es auch noch weitere Informationen. Was genau es aber in Halle 14 gibt, das seht ihr gleich. Gerade Halle 13 sind wir noch geblieben, weil es ist eine Glückszahl. Also hinter uns findet ihr die Zuzählhilfe. Wir haben sie ja verbaut und sind sowas von begeistert von endlich leise schließende Schiebetüren. Genau. Also richtig coole Sache. Also wenn ihr euch da informieren wollt und es für euer Mobil einfach mal einbauen wollt oder einbauen lassen wollt, dann hier Halle 13 hinter uns ist die Zuzählhilfe. Dann haben wir dort hinter uns, wenn ihr mehr Power haben wollt, Lithium-Ionen, dann Liontron. Da seid ihr definitiv an der richtigen Stelle. Wir sind richtig froh, dass wir das Ding haben. Oh ja. Die 200 Ampere bringen uns richtig viel Spaß und Freude. Deshalb Halle 13, erst zu Liontron oder erst zu Zuziehhilfe. Würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, hier in die Halle zu kommen und euch einfach mal beraten zu lassen. Es tut nicht weh und kostet ja auch nichts. Das ist normal, sagt. Ich merke gerade, das ist total Glänze. Wo ist mein Puder? Nächstes Mal muss ich Puder mitnehmen. Halle 13, was kommt nach Halle 13? Da kommt die 14. Mensch, der hat aufgepasst, der Bengel. In Halle 14 können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Da habt ihr Truma. Da bekommt ihr die Dieselheizung, die neueste Dieselheizung zu sehen. Genau, es gibt nämlich eine Neuheit. Zum Thema Truma selber werden wir aber euch ein Sondervideo noch machen, weil da haben wir ein paar Informationen bekommen, die uns einerlei traurig machen, andererseits, naja,
gespannt sind, was noch so passieren wird, dann habt ihr Tedford. Alles rund um Toiletten findet ihr dort. Jetzt muss ich nochmal überlegen, was hatten wir denn noch? Reich natürlich. Wenn euer Wasserhahn tropft, dann könnt ihr hier einen neuen kaufen. Wobei ich immer hoffe, euer tropft natürlich nicht. Alpine. Alpine Radio sind wir sehr zufrieden mit. Deshalb können wir sagen, hier in Halle 14 bekommt ihr auch dieses zu sehen. Und vieles, vieles, vieles mehr. Alternativ guckt einfach mal auf die Seite vom Caravan Salon. Ist ab und zu mal eingeblendet. Wer immer das schneidet, wird mich für diesen Satz jetzt hassen, weil das wahrscheinlich jetzt hört in Halle 14 von 17. Genau. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall in Halle 15 und schauen mal, was es dort so gibt. Halleluja, Halle 15. Was haben wir in Halle 15? Da haben wir Rapido, da haben wir Westfalia, wir haben Karma, wir haben Robeta, wir haben Foster, wir haben Dreamer, wir haben Nordwand, Camp Mobil Schwerin. Noch nie gelesen, deshalb sage ich euch mal, falls ihr aus Schwerin kommt und ihr wollt mal ein Camp Mobil aus Schwerin sehen, dann müsst ihr hierher kommen in Halle 15. Und nach der 15 kommt die 16. Das sehen wir jetzt als nächstes. Vorher einen kleinen Schwenk. Habt ihr jetzt schon zigmal gesehen. Wir machen immer so einen ganz kleinen Schwenk. Wenn ihr mehr sehen wollt, wo müsst ihr hinkommen? Zum Caravansalon nach Düsseldorf. Ein kleiner Schritt für kleine Kinder, ein großer Schritt für uns, die langsam kaputt sind, denn wir sind jetzt schon in Halle 16. Halle 16, da habt ihr die große Karthago-Welt. Also einmal natürlich Karthagos seht ihr dort und zum anderen habt ihr natürlich dort die ganze Malibu-Welt mit ihren TIs, mit ihren VIs und natürlich mit ihren Vans. Genau. Also wenn ihr euch für solche Fahrzeuge interessiert, dann seid ihr in Halle 16 genau richtig aufgehoben. Wie gesagt, Rapido hatte ich glaube gerade schon mal gesagt, ist hier mit dabei. Intinio ist mit dabei, VW Nutzfahrzeuge. Naja, wenn es sein muss, auch das ist hier. Und sonst, wie gesagt, viele kleinere Händler sind mit dabei. Das alles hier in Halle 16. Und wir haben es gleich geschafft. Eine Halle haben wir noch und die seht ihr jetzt. Jetzt gehen wir? Ja. Jetzt gehen wir. Halle 17 haben wir erreicht und hier ist die große Pilotefamilie. Also Group Pilot ist hier zu Hause und da habt ihr natürlich auf der einen Seite Yukon, ihr seht natürlich Pilotefahrzeuge, dann habt ihr Frank ja natürlich mit dabei, Le Voyage gibt es auch, ist nicht für den Arsch, ist sondern tatsächlich hier und dann natürlich ganz neu die Weltpremiere von 2021, Joacamp findet ihr ebenfalls hier in Halle 17 und da könnt ihr euch einmal richtig gut berauschen lassen und viele Fahrzeuge anschauen auf die neuen Fiat-Basis, auf Mercedes-Basis, auf Peugeot, auf Renault und was es nicht alles gibt, das seht ihr hier. Und dann gibt es auch noch zusätzlich natürlich zu den ganzen Hallen, die wir euch jetzt vorstellen, ein riesen Freigelände zwischen Halle 9 und Halle 13, wo ein E-Bike-Parcours ist, wo ein Musterstellplatz da, verschiedene Pavillons stellen sich davor. Auch Alpine hat dort nochmal ein Pavillon. Also dort bekommt ihr viele Informationen an der frischen Luft. Und ich glaube, jetzt haben wir euch alles gesagt, was jetzt hier auf der Messe wo zu finden ist. Wo es Essen und Toiletten gibt, das guckt bitte im Plan. Das können wir euch jetzt nicht sagen, weil sonst würde das Video 50, 60, 80.000 Minuten lang gehen. Das wollen wir aber nicht. Dass unser Rundgang, ein ganz neuer Rundgang, mal nicht in einem Fahrzeug, sondern auf einem Riesengelände. Also wenn ihr herkommt, es ist ja noch ein paar Tage Messe, deshalb ist das Video auch relativ jetzt am Anfang geschnitten worden, sodass ihr wirklich die Möglichkeit habt. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen durchgehen, weil da würde ich vom Bus überfahren werden. Finde ich nicht so ganz prickelnd, tut irgendwann nämlich weh. Okay, ich habe nicht hinter uns geguckt. Auch wenn das gerade der Bus wäre, mit dem wir gerne fahren. Aber ja, wir werden den schon gleich finden. Wir kriegen den nächsten Bus. Wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Auf jeden Fall
ihr habt jetzt einen Einblick, wo ihr was findet. So geht also entsprechend hin, was wir euch empfehlen würden. Das hat Womoblog schon gemacht, ist empfehlenswert. Geht in die Halle, wo die ganzen Reisestände sind. Die gehen gleich am Anfang. In der Regel wird das nämlich vergessen. Und ja, es nützt dann nicht das schönste Wohnmobil, wenn ihr gar nicht hin wisst, wo ihr hinreisen sollt. Deshalb ist sehr empfehlenswert. Dann kommt auf jeden Fall in Halle 7 zur Starterwelt. Da gibt es super tolle Vorträge die ganze Woche lang. Also da werdet ihr immer das Richtige noch hören. Wenn ihr einen Rundgang mal erleben wollt, der noch nicht im perfekten Zustand ist, also sprich alles aufgebaut, da empfehlen wir euch das Video von Ralf von Living to Go. Genau. Der ist am Ende auch verlinkt, dann ist es für uns einfacher. Also für euch, bleibt einfach dran, schaut euch den ganzen Rundgang jetzt noch einmal an. Und zwar mit Sachen, die noch nicht fertig sind. Und wir sagen jetzt Tschüssi, macht's gut, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss.